Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Bad Sohn 900 und Altenhain, herzlich willkommen in meinem Büro hier im Rathaus in der Königsteiner Straße. Heute will ich Ihnen mal kurz demonstrieren, wie Sie am bequemsten, am einfachsten einen Antrag für Ihre Briefwahlunterlagen über unsere Internetseite stellen können. Am 14. März ist Kommunalwahl in Bad Sohn. Sie bestimmen an diesem Tag über die Zusammensetzung des neuen Stadtparlaments. Übrigens auch über die Zusammensetzung des neuen Kreistags des Main-Taunus-Kreises. In der momentanen Zeit fühlen sich viele von Ihnen nicht so sehr wohl, in ein Wahllokal zu gehen. Das kann ich gut nachvollziehen. Dafür gibt es aber die Möglichkeit der Briefwahl. Sie bekommen Ihre Briefwahlunterlagen ganz bequem nach Hause geschickt und können in aller Ruhe die Stimmzettel ausfüllen und Ihr Wahlrecht wahrnehmen. Wie das funktioniert, will ich Ihnen in den nächsten Tagen immer mal wieder in den verschiedenen Schritten hier über ein kleines Video demonstrieren. Der erste Schritt, Sie müssen Ihre Briefwahlunterlagen beantragen. Dafür gibt es mehrere Wege. Sie werden in einigen Tagen Ihre Wahlbenachrichtigung im Briefkasten haben. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Briefwahl zu stellen. Das müssen Sie ausfüllen und dann hier bei uns im Rathaus einwerfen oder per Post zu uns schicken und dann bekommen Sie die Briefwahlunterlagen nach Hause geschickt. Die zweite Möglichkeit ist, Sie kommen direkt zu uns in die Königsteiner Straße 77 und beantragen dort mündlich Ihre Briefwahlunterlagen. Die bekommen Sie dann ausgehändigt und könnten auch theoretisch direkt an Ort und Stelle wählen. Da wir aber im Moment eher zu Hause bleiben sollen, ist das zwar eine Möglichkeit, aber der einfachste, sicherste und bequemste Weg, der ist über das Internet. Sie können auf unserer Internetseite www.bad-soden.de Ihre Briefwahlunterlagen auch online beantragen. Und wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Ja, das ist unsere Internetseite badsoden.de und wenn Sie gleich oben auf den ersten Reiter gucken, dann sehen Sie hier eine Rubrik Kommunal- und Ausländerbeiratswahl am 14. März. Da gibt es alle Informationen rund um die Wahl, wie funktioniert das Wahlsystem, welche Wahlvorschläge gibt es und hier sehen Sie auch den Link zur Bestellung der Briefwahlunterlagen. Und wenn Sie da draufklicken, dann öffnet sich ein neues Fenster und bei Jetzt beantragen haben Sie dann die Möglichkeit, über insgesamt 5 Schritte Ihre Briefwahlunterlagen zu beantragen. Ja, da muss man natürlich im ersten Schritt seine persönlichen Daten eingeben. Das mache ich jetzt mal rasch. Es gibt auch wenig Geheimnisse. Die meisten Leute kennen mich ja. Und dort können Sie jetzt entscheiden, ob der Wahlschein an Ihre Wohnanschrift geschickt werden soll oder an eine andere Anschrift. Bei mir ist es jetzt so, es soll an die Wohnanschrift geschickt werden. Und schließlich gibt es noch eine Zusammenfassung der Daten. Da können Sie dann noch einmal kontrollieren, ob alles stimmt und schließlich noch die Datenschutzhäkchen setzen. Und dann senden Sie Ihren Antrag ab. Und das war es auch schon. Damit habe ich jetzt meine Briefwahlunterlagen beantragt. Und die bekomme ich jetzt in den nächsten Tagen nach Hause zugeschickt. Und dann melde ich mich gerne wieder und dann schauen wir mal, wie das so ausschaut und was man machen muss, um dann auch per Brief zu wählen.